Trotz des kleinen Lächelns, Lady Ashton hatte heute keinen leichten Tag, denn die Meinungen über das Waffenembargo zu Syrien gehen inzwischen weit auseinander, aber die EU rang sich noch mal zu einer Entscheidung durch. Heute haben wir beschlossen, die Sanktionen gegen Syrien für weitere 3 Monate fortzusetzen. Wir ergänzen sie aber, um mehr nicht tödliches Material zum Schutz von Zivilisten einzusetzen. Die Nachrichten aus Syrien werden immer schlimmer. Da will auch Außenminister Westerwelle einem besseren Schutz der Bevölkerung nicht länger im Wege stehen. Was das im Detail bedeutet, also ob das Schutzwesten sind, ob das vielleicht auch Detektoren sind oder ähnliches mehr, um den Menschen zu helfen, das ist eine Angelegenheit, die jetzt natürlich auch von den Experten, vor allen Dingen auch unter juristischen Aspekten, aufgeschrieben werden wird. Die Friedensforscher sehen in der vorsichtigen Lockerung des Embargos keine Eskalation der Gewalt. Das Problem seien die Zivilisten. Die Rebellen könnten sie kaum schützen vor den Angriffen der Armee. Es herrsche keine Waffengleichheit in Syrien. Die erste Quelle für die Rebellen ist die syrische Armee, von der sie Waffen erbeuten. Es gibt auch Anzeichen, dass mehrere Staaten begonnen haben, die Rebellen mit Waffen zu versorgen. Und sie besorgen sich Kriegsmaterial auf dem Schwarzmarkt im Libanon. Hauptrüstungslieferanten für den syrischen Staat sind dagegen Russland und Iran. Rüstungslieferungen an die syrische Opposition kommen eher aus Saudi-Arabien und Katar. Aus Russland bezog das Regime in Damaskus 700 Luftabwehrpanzer. Assad bestellte in Moskau auch 26 Kampfflugzeuge. Wie viele Waffen die Opposition bisher bezogen hat, ist weitgehend unbekannt. Sie dürfte dem Assad-Regime aber weiterhin technisch unterlegen sein. Die EU hat ihr Syrien-Waffenembargo aber nur für 3 Monate verlängert. Die Minister sind sich nämlich längst nicht einig, wie es in der Syrien-Krise weitergehen soll. Als wir letzten November diskutierten, waren viele Länder gegen jede Änderung des Embargos. Heute haben wir es verändert, und zwar in einer ziemlich wichtigen Weise. Weitere Schritte könnten in den nächsten Monaten folgen. Aber man muss auch wissen, dass man mit Waffen an die Opposition, die es ja nicht gibt, und es gibt auch nicht die Waffen, die jetzt militärisch diesen Krieg beenden können. Weil es das nicht gibt, glaube ich, haben wir nur eine Lösung, das ist, auf die diplomatische Schiene zu setzen. Die EU hat sich heute eine kleine diplomatische Verschnaufpause verschafft. Beim nächsten Mal dürfte es für Lady Ashton schwieriger werden, nochmal einen Kompromiss zu finden.